Ja, ein herzliches Willkommen in Delitzsch. Wir sind kurz hinter der Landesgrenze Sachsen-Anhalt, Sachsen im sächsischen Gebiet. Und hier finden Sie heute statt die vierten ostdeutschen Meisterschaften der Männerballette. Wir nehmen euch jetzt gleich mal mit rein in den Saal, zeigen euch ein bisschen was auf unserer Homepage www.wochenspiegel-web.de. Werden wir euch im Laufe des Nachmittags, im Laufe des Abends, die Veranstaltung geht also bis in die Nacht hinein, auf dem Laufenden halten, wer sich denn am besten schlägt. So, wir starten mal in den Einlassbereich, in den Saal. Da wartet nämlich schon einer der Mitorganisatoren auf uns. Und zwar der, Vorsicht, so, da ist er nämlich schon, unser Ansprechpartner. Morgen! Ronald, grüß dich. Morgen. Guten Morgen. Ja, für Karnevalisten, wenn ihr gestern Veranstaltungen hattet, ist das doch jetzt fast guten Morgen. Ne? Die Karnevalszeit ist ja eigentlich vorbei und wir haben jetzt hier im Rahmen nebensächlicher Veranstaltungen, will ich nicht sagen, aber wettbewerbstechnisch noch einiges abzuarbeiten. Und wir hatten gestern einen langen Tag, weil wir gestern noch den Saal vorbereitet haben für die heutige Veranstaltung. Uns erwarten heute die ostdeutschen Meisterschaften. Wie viele Männerballette treten denn heute an? Wir haben genau 20 Männerballette heute auf der Bühne und hoffen für eine sehr gute Stimmung im Saal. Genau. Und der Vorteil ist ja, der Titelverteidiger, der ja, glaube ich, dreimal gewonnen hat, ich habe ja nämlich so ein schlaues Heft bekommen, Finsterwalde, die sind ja heute gar nicht mit am Start. Doch, die sind mit am Start. Die Finsterwalder sind mit Dann habe ich die eben übersehen. Warte, wo habt ihr hier die Finsterwalder? Jetzt möchte ich es aber sehen hier. Schneidet das nachher zusammen, wie ihr das braucht? Nee, wir sind live, das war jetzt schon peinlich und noch. Wunderbar. Da, ach, die hat Sänger, da habe ich sie, ich habe da immer nur die Sänger. Also, warum werden wir heute sehen? Wir spulen nochmal zurück. Ja, der Titelverteidiger Finsterwalde ist ja auch wieder mit dabei. Was meinst du, können Sie zum vierten Mal den Titel holen? Da möchte ich im Vorfeld keine Wertung abgeben, weil ich habe schon auch mal die Hoffnung, dass da etwas Abwechslung ins Programm kommt und werden wir sehen, wie es ausgeht. Aber wenn Sie nun mal die Besten sind, ne? Das ist halt... Ja, aber nicht immer die Besten müssen gewinnen. Okay, wie wird denn gewertet? Bin ich außen vor. Bist du nicht der Experte für die Jury? Es gibt eine Jury vom Bundesverband und extra geschultes Personal. Von der Seite her ist das nicht mein Metier. Okay, ich wünsche dir hier noch mit den fleißigen Damen hier, die wirklich einen tollen Job machen, viel Spaß. Und wir gucken, mach weiter, Ronald. Und wir gehen nochmal in den Saal hinein, gucken. Wir zeigen euch mal, wo es denn dann stattfindet. Also 20 Männerballette sind dabei. Aus Sachsen-Anhalt sind es die schönen Männer aus Dessau von Gelbrot und wir haben die Güntersdorfer. Hier ist nämlich auch eine wunderschöne Karte drin, kann ich euch mal zeigen. Wir bleiben kurz stehen. Hier, da kommen nämlich die Vereine her heute und da haben wir aus Sachsen-Anhalt die große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelbrot. Wir haben die Werningerröder Auerhähne. Und wir haben den Güntersdorfer Karnevalclub, also drei Starter aus unserem Bundesland, die heute antreten. Und hier sind wir schon in der Arena, das ist die Turnhalle hier am Berufsschulzentrum in Delitzsch. Da vorne ist die Bühne, da werden also die Tänze gleich stattfinden. Momentan darf da noch ein wenig geübt werden. Da wird also schon mal die Bühne noch mal getestet, der Tanz darauf, denn jede Bühne ist ja auch ein bisschen anders. Jetzt nicht nur von der Größe etc., das war natürlich vorher alles bekannt, aber auch von der Beschaffenheit, wie federt sie etc. Ne? Wie gesagt, www.wochenspiegel-web.de werden wir im Laufe des Abends noch ein paar Informationen über die Veranstaltung veröffentlichen, was hier so heute passiert. Mahlzeit, magst du kurz zu uns kommen? Ach Gott, er schämt sich schon ein bisschen, er hat nämlich schon geschminkt. Ah, da ist er, grüß dich. Du bist schon geschminkt, nehme ich an. Ja. Zu wem gehörst du? Zur Famous Fun Factory. Wir starten gleich als Erste. Und, Chancen? Wir rechnen mal unter ersten 20. Wie vielte Mal bist du dabei bei der ostdeutschen Meisterschaft? Mal. Und dann muss man natürlich auch erstmal ein bisschen sondieren, wo findet man so seinen Platz. Ne? Also ist es. Mal schauen, wo wir landen. Also ich denke mal schon, dass wir 10. Vielleicht einen 10. Platz, denke ich mal. Wir sprechen danach nochmal. Was tanzt ihr? Was darf man erwarten? Ein Showtanz machen wir. Ja, der wird richtig schön. Also uns gefällt das ja gut. Mal schauen, wie ihr Publikum ankommt. Ich glaube, die ersten Sekunden entscheiden immer, ob er gut ankommt oder nicht. Gibt es ein bestimmtes Thema? Ich meine, du hast jetzt schon etwas
einen weiblichen Gesichtsausdruck? Nein, das ist eigentlich ganz simpel. Eine Animation heißt der. Der ist im Prinzip so ein bisschen auf Urlaub abgestimmt. Die Leute, die in Urlaub sind, werden das wissen. Werden immer animiert irgendwo. Und genau so wollen wir das eben darbieten. Passt ja, als erster Tanz und gleich animieren. Ne? Ich wünsche euch, drücke euch die Daumen, toi toi toi. Ne? Und für den ersten Start, danach gibt es ein Bier. Danke. Ne? Gut. Ja, also die Tänzer sind motiviert. Sie sind heute hier am Start. 20 Vereine aus ganz Deutschland. Ganz von oben. Da kommt der Daguna Karnevalsverein her. Das ist hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und aus dem Süden, da haben wir Krottendorf in Sachsen. Das ist quasi der südlichste Starter heute hier in Delitzsch bei der vierten ostdeutschen Meisterschaft der Männerballette. Wir gehen noch ein Stückchen rückwärts. Hier machen sich die Vereine bereit, also die Fangruppen. Hier wird auch schon einiges vorbereitet, Fahnen etc. Ja, Peggy, wir leiten deine Grüße weiter für Spaß und Erfolg. Das machen wir gern. Und jetzt sind wir gleich am Ende der Halle. Wir wollen euch mal die Ausmaße zeigen, wie groß das hier ist, wie groß das Veranstaltungsgelände hier ist heute. Also, und hier wird es nachher pickepacke voll. Ne, vorne die Bühne, es ist also so eine ganz klassische Sporthalle. Und wir gehen jetzt mal zu den Kollegen, die hier gerade schon warten und sich aufbauen oder schon mal gucken. Vielleicht darf ich hier mal kurz... Hallo, darf ich euch kurz stören? Oh, ihr habt gerade Besprechung, sorry. Das ist gerade die letzte Besprechung hier vorm Tanz. Da möchte ich dann nicht schuld sein, wenn irgendwas nicht klappt. Sondern ich gehe lieber zum Kuchenstand. Das passt auch ein bisschen besser zu mir. Ehrlich, Pfannkuchen sehe ich schon. Und Fettschnitten. Da fange ich an zu denken. Hi, grüßt euch. So, ihr seid also für das leibliche Wohl zuständig. Ja, wir sind die Tanzsportgarde und wir wollen gern unsere Kasse aufbessern, weil wir neue Kostüme haben wollen. Und deswegen verkaufen wir ein bisschen Kuchen und Fettbämm. Habt ihr den selbst gebacken oder ist der vom Bäcker eures Vertrauens? Genau, der ist vom Bäcker unseres Vertrauens, ja. Wer ist das? Das darf aus Datenschutzgründen nicht verraten werden, vermute ich mal. Habt ihr schon durchprobiert? Ja, auf jeden Fall. Und was ist der Knaller? Die Fettbämm. Die Fettbälle, gut. Was meint ihr, wer wird heute die Nase vorn haben? Habt ihr einen Tipp? Also wir hoffen natürlich unser Verein, aber wir drücken allen die Daumen. Euer Verein ist? Der Allenburger Karneval Club. Wie findet ihr, was tanzen die? Womit sind die heute zu sehen, die Jungs? Da lasst ihr euch am besten mal überraschen. Okay. Verraten. Na gut, wir könnten ja jetzt hier im schlauen Heft nochmal gucken. Die Allenburger mit dem verheißungsvollen Titel Der Rhythmus der Lotusblume. Da kann man sich einiges drunter vorstellen. Und ich würde eine Fettbämme darauf verwetten, dass das Lied der Flippers drinne vorkommt. Also auf www.wochenspiegel-web.de, da werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen was erfahren, wie es denn heute hier weitergeht. Komm, wir gehen nochmal vor zur Bühne. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück hier bei den vierten ostdeutschen Meisterschaften in Delitzsch. Der wird auch noch mal geübt, so ein bisschen zumindest. Ne, und auf der Bühne auch gerade noch große Besprechung. Ne, hier werden die Golzener dann sitzen. Und der ein oder andere ist auch schon ziemlich aufgeregt. Also ich habe hier schon einige echte Kerle schwitzen sehen, so ein bisschen mit Schweißperlen auf der Stirn. Ne, guck mal, auf der Bühne noch mal, da sind die Golzener gerade am Start. Dort wird also nachher alles Mögliche abgezündet. Wir haben von den Themen her, wir haben From School to High School, wir haben bei Anruf Party, wir haben ein Formel 1 Rennen, wir haben die Sirenen von Gotham, die Titelverteidiger, ne, da wird dann sicherlich auch ein Stück weit Batman mit im Spiel sein. Robin Hood ist dabei, Arabische Nächte, Zurück in die Zukunft, aber ein Tanz, also der kriegt von mir schon mal den Preis für den originellsten Titel, und zwar Der Auftragsgriller. Ich bin total gespannt. Da ist bestimmt noch der Chef der lokalen Fleischerei dann mit dabei. Aus Neuendorf kommen die nämlich. Ja, hier ist der Saal. Hey, guck mal, da sitzt die Britta. Da können wir hier nochmal hin. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Was macht ihr denn hier?
Wir sind Zuschauer und Fans. Zuschauer und Fans. Für wen werdet ihr heute besonders klatschen? Für Wernigerode. Für Wernigerode? Alle für Wernigerode? Ja. Warum? Was macht die so besonders aus? Warte, wir gehen mal zu an. Jupp. Was macht Wernigerode aus? Wir sind aus Sachsen-Anhalt. Ja, da sind ja noch zwei andere. Wer denn noch? Ich hab noch. Guck mal, hier ist so eine Karte. Da ist hier ist Sachsen-Anhalt. Ne? Ja. Wernigerode hat einen tollen Tänzer. Genau. Aber wir sind ein bisschen verliebt, Dicken, oder? Ja, ein klein Ding. Aber wir sind natürlich auch für Dessau. Ja. Wer ist noch? Was ist mit Güntersdorf? Oh, Güntersdorf, yay! Yay! So, wann sieht man euch hier nächstes Jahr? Na, hier ist es ja nicht. Hier nicht, aber bei den Ostdeutschen. Kommt drauf an, wo es ist. Kommt drauf an, wo es ist. Ich glaube, warte mal, wir können gucken. Also das sind übrigens die Mädels des Werdershausener Karnevalverein. Die Mädels sind da tänzerisch schon sehr erfolgreich. Ne, dieses Jahr habt ihr einen Meistertitel wieder. Meister bei den Männern. Also richtig gemacht. Guck mal, ich glaube hier hinten. Die fünfte ist in Brandenburg an der Havel am 25. Mai 2019. Das ist weit weg. Ja gut, von Werdershausen ist alles weit weg, da von eurem Dorf. Das ist doch weit über Berlin, oder? Ich glaube fast neben Berlin. Neben Berlin? Naja. Wir werden es ja sehen. Ne? Muss ja auch der Tanz passen, die Jungs müssen Lust haben und. Ne? Wir freuen uns auf Finsterwalde. Ich denke, die aus Sachsen-Anhalt. Ja, aber Finsterwalde habe ich noch nie gesehen. Das mal live zu erleben. Das Weil die haben ja dreimal gewonnen. Und das weiß ich jetzt nicht. Also guck mal, hier stehen die Ergebnisse. Finsterwalde oben mit dabei. Güntersdorf relativ weit oben, ja, immer mit dabei. Güntersdorf einmal auf Platz 3, zwei den zweiten auch auf Platz 3. Also Finsterwalde hat immer gewonnen, Güntersdorf hat immer den dritten gemacht. Den High Heels. Das will ich sehen. Könnte ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Okay, also meine Damen und Herren, auf www.wochenspiegel-web.de erhalten wir Sie auf dem Laufenden, auch wie die Finsterwalder tanzen, werden wir da also sehen, ob das wirklich in High Heels war, etc. Vielleicht haben wir auch gleich noch mal kurz die Chance, mit einem Jurymitglied zu sprechen. Hier ist nämlich gerade hinter uns noch mal eine kleine Absprache und vielleicht kann ich da gleich reingrätschen. Das ist bei Live natürlich immer ein bisschen kompliziert. Man kann sich auch eine blutige... Hallo, gehören Sie zur Jury? Schade, Sie sehen aber genauso kompetent aus. Gut, dann war es doch niemand von der Jury. Schade. Gut, jetzt gucken wir uns mal die Pokale an, die es heute zu gewinnen gibt. Hier drüben. So, Vorsicht. Hallo. Habt ihr euch schon einen ausgesucht? Wir sind gerade live. Vielleicht einmal die zu Hause gebliebenen grüßen in Penig. Ja, hallo. Nach Sachsen. Drückt uns allen die Daumen. Und ja, wird großes Kino. Welcher Pokal wird es heute für euch? Also wir sind glücklich, wenn wir unter den Top 10 landen. Ja. Das haben wir schon mal hingekriegt und ansonsten lassen wir uns einfach überraschen. Was gibt's von euch heute zu sehen? Robin Hood und Mittelalter. Wer bist du? MP. Nee, so. Ach so, ja, Robin Hood. Du bist Robin Hood? Ich bin Robin Hood, ja. Gut. Du bist der Sheriff von Nottingham? Ja. Ernsthaft jetzt? Und das ist Lady Mary. Genau. Gut, also müsstet ihr euch ja eigentlich so fast ein bisschen an die Gurgel gehen jetzt schon. Warum? Oder ist nur auf der Bühne? Nee, wir können das alles spielen, egal welche Rolle. Okay. Also es kann jede Rolle, nein. Ja, ziemlich. Muss ja immer einer, wenn einer ausfällt, muss ja jemand anders übernehmen. Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften von Robin? Natürlich Stärke, Maskulinität ist immer wichtig. Und dann Ausstrahlung. Also das sind ja auch diese drei Dinge, die genau dich ausmachen. Ja, genau. Kann man schon so sagen. Du bist ja da zu lachen. Okay, alles schick. Will ich mal... Das Ja, was macht denn, fragen wir doch mal hier, was macht denn die Lady aus? Na, ich habe eigentlich bloß so einen Toyboy gesucht, weil, ja, der hat so graue Haare. Ich würde sagen, Grazie auf jeden Fall. Und es gibt nicht viele bei uns, die eine Frau spielen können, aber er ist eine gute Frau, eigentlich. Ja, sag mal, es ist ja auch für den Gag, für diese Geschichte, es muss ja auch ein Stück weit passen. Ich finde ja, Männerballett ist auch immer ein bisschen so eine Gratwanderung zwischen Leistung und lächerlich. Ne, weil manche übertreiben es dann so ein bisschen, da wirkt das Ganze dann doch so ein bisschen, naja, okay, schön, dass ihr das gemacht habt, schön war es nicht, ne? Aber ich glaube, die sind ja heute auch nicht hier.
Ich sag mal so, es gibt immer jemanden, der raussticht. Haben wir bis jetzt jedes Mal erlebt. Positiv oder negativ? Wo wir zum Beispiel gesagt hatten, wir wären da nicht damit hergefahren. Okay. Ja, aber es muss jeder für sich entscheiden. Und mittlerweile ist es so, dass was wir unserem Publikum getrost zeigen können. Ja. Die wissen unter dem Niveau, wie wir Fasching machen, sagen wir, okay, da können wir auch zu so einer Meisterschaft fahren. Also ich drücke euch die Daumen, toi toi toi. Ich glaube hier daneben, da kriegt jeder einen, oder? Das wäre doch nicht schlecht, da ist der Heimfahrt gesichert. Wie weit ist es? Ja, eine reichliche Stunde. Kurz vor Chemnitz. Kurz vor Chemnitz, zeigt mal drauf hier, wo kommt ihr her? Da aus? Da, aha. Penig. Gut. Direkt an der Autobahn zwischen Leipzig und Chemnitz. Perfekt. Super. Wie groß ist das Ort? Das Nest wollte ich sagen, sorry. Ja, wir sind in einer Gemeinde mit 8.800. Ah, doch. Ja. Und bekannt durch Amerika. Ach, dieser Ort? Genau, Amerika, der Ort. Man muss nicht mit dem Flieger machen, sondern im schönen Muldental gelegen bei uns. Das klingt doch super. Ja. Okay, ich wünsche euch alles Gute. Danke. Dieses Live-Interview habt ihr jetzt natürlich verpasst. Wenn ihr es im Nachgang nochmal gucken wollt, www.wochenspiegel-web.de, also beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite, könnt ihr jetzt in der Garderobe nochmal vorspulen zu eurer Stelle. Bis dann. Ja. Ciao. Ja, also hier sind die Pokale. Die haben wir jetzt gerade ein bisschen außer Acht gelassen. Ne? Also schön auch die goldene Ananas in der Mitte. Gehen wir da zur Mitte. Für den enttäuschten Viertplatzierten steht hier in der Beschreibung. Und hier ist also auch nochmal genau beschrieben, was bewertet wird heute. Und zwar gibt es einige Regeln. Und die Bewertungen, guck mal, hier können wir auch nochmal drauf gehen, sind einmal für die Präsentation, also Kostüm, Make-up, Ausdruck, Kondition, Musik, sind für Show und Unterhaltung, ne, Drama bis hin zum Humor, die Umsetzung, ne, machen wir ein bisschen höher, dann sieht man noch, wie viele Punkte es da nämlich immer gibt. Wir haben die Choreografie, Kreativität, Tanztechnik, Ausführung, ne, und das ist ganz streng geregelt. Also hier sind ein kleiner Auszug aus den Regeln. Also zum Beispiel, wenn die Tanzzeit überschritten wird, dann gibt es schon mal 5 Punkte Abzug pro Wertungsrichter. Es wird heute verdeckt gewertet, gleich nach den Tänzen. Also das Publikum erfährt es erst zum Schluss und die Jury gibt aber dann umgehend ihr Urteil ab. Na, gucken wir hier noch ein Schrittchen weiter. Na, das ist, ich glaube, für die Männer ist das eigentlich der Hauptpreis heute. Da werden sich die meisten drauf freuen. Und hier hinten, ich habe es schon vermutet, guck mal, Gotham ist schon da, Batman ist schon aufgestellt, hier im Backstage-Bereich. Ne, da wird also nochmal drüber poliert, da steht Batman schon für die Sirenen von Gotham, vom Titelverteidiger, die Gotham City Bank ist da. Ich vermute fast, das wird ein Banküberfall. Also irgendwas haben die Schlingel davor, die Bösewichte, und werden versuchen. Aber da lassen wir uns überraschen. Was genau passiert, wer hier heute Abend die Nase vorn hat, wer vielleicht abstürzt. Vielleicht erleben wir auch, dass einer der Favoriten am Ende eine Bewertung bekommt, mit der er gar nicht zufrieden ist. Das kann natürlich auch passieren. Wir halten euch auf dem Laufenden auf www.wochenspiegel-web.de. Ich wünsche allen, die hier heute sind, viel Spaß, den Tänzern gutes Gelingen, den Veranstaltern toi toi toi. Und wir lesen und hören voneinander. Bis dann. Oh, komm mal, wir können.